Wir kommen in der Nähe aus Leipzig und ja, das wurde von den Ärzten empfohlen. Klinik gefällt uns super, schön gelegen und auch von Therapeuten ist alles wirklich immer wieder schön. Wir fühlen uns gut betreut hier. Mein Sohn Leopold, der ist als Frühgeburt auf die Welt gekommen. Der ist in der 29. Schwangerschaftswoche geboren und hatte eine angeborene Spastik. Und das hat uns dazu bewogen, halt hier nach Hohenstücken zu kommen, um ihn da therapieren zu lassen. Das erste Mal, als wir hier waren, war es nicht ganz so einfach. Da war er 3 Jahre alt. Und da war es auch schwierig, bei den Therapien ihn dazu bewegen, dass er halt immer mitmacht. Aber Therapeuten waren alle sehr, sehr lieb und auch das Pflegepersonal hier, die haben uns da immer unterstützt und immer wieder neu aufgebaut, sodass er da die Zeit hier gut überstanden hat und wir uns dann entschlossen haben, auch ein weiteres Mal hierher zu kommen, weil es doch viel für ihn gebracht hat. Gerade diese Therapien unten in der Physiotherapie, PTÖ, das ist eine Therapie, wo ich sage, da profitieren die Kinder ganz, ganz viel von. Und das hat uns bewogen dazu, wieder hierher zu kommen. Und jetzt sind wir mittlerweile das 4. Mal hier. Also er hat ja auch so ein Schreibtraining. Und in dem Schreibtraining soll er einfach seine Schnelligkeit verbessern. Er schreibt gut, also er kann den Stift gut halten, aber er ist eben noch sehr langsam. Und das ist eigentlich unser Ziel hier, dass er das diesmal besser und schneller, zügiger lernt. Ja, und dann halt mit der Bewegung, ne? Mit dem Laufen, dass sich das noch ein bisschen besser stabilisiert und auch die Muskeln alle schön gedehnt werden und er auch selbst lernt, wie er selber damit umgehen kann, wie er selber seine Muskeln dehnt, damit das Laufen halt einfacher wird für ihn. Und ich genieße die Zeit, die ich mit meinem Kind gemeinsam haben kann. Sonst bin ich berufstätig und er ist auch einen ganzen Tag in der Einrichtung. Und es ist doch schön, dass ich einen ganzen Tag jetzt hier mit ihm zusammen sein kann.